6 Stunden 43, fast 7 Stunden haben die rund 330 Rider bisher absolviert. Zeit für einen kleinen Überblick, wie es steht. In der Einzelwertung führt der Andreas Fieböck vorm Thomas Rieger und vorm Michael Fechtinger. Einzelwertung bei den Damen führt die Lisa Rieberich vor der Lisa Maria Kronberger. Zweierteams. SKTD 79 vor Skyworker Sports und GT Trial Sport. Viererteams, Laufrad Racing Team vor Höbler Herd und SKTD Afce. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Und Sechserteams, Radsport Schmuck, Kfz Käfer, Hero Bikes und Bikepark Kalinka. Bikepark Kalinka, das ist auszubringen. Wir hören uns im Zielraum jetzt einmal bei den restlichen Teammitgliedern, bei den Bekannten und bei den Verwandten, wie es einer so geht. Kommt's mit. Ja, recht gut. Ein bisschen müde werden wir, aber es passt schon. Am Vormittag war es ein bisschen rutschig, jetzt hat es aufgetrocknet, jetzt ist es angenehm zum Fahren, macht schon Spaß. Jetzt seid ihr nicht mehr zu zweit. Warum seid ihr nicht mehr zu zweit? Weil die anderen zwei Pussys sind. Mir geht es total super. Mit meinem sechsten Team, bin jetzt einmal gefahren, 6 Abfahrten, bin total gelangweilt. Ich will wieder fahren, ich will wieder Gas geben. Ich bin on fire. Ja, die Strecke ist mittlerweile schon ganz schön griffig. Jetzt passt's. Jetzt macht Spaß. Ja, voll gut. Ist immer noch spannend. Glaubst du, dass du die ganzen 24 Stunden da bist? Da schon auf jeden Fall. Ob ich wach bin die ganzen 24 Stunden, das weiß ich nicht. Um 19 Uhr ist es, was heißt das? Nicht nur haben die Rider 7 Stunden bereits absolviert, es geht auch der Tag schön langsam zur Neige. Bleibt dran, wir begleiten euch mit den Ridern durch die Nacht.